Hallo und willkommen zu meinem Let's Play Spore zurück. Und wir waren hier in der Stammesphase, soweit ich weiß. Jo. Ich habe schon seit längerem nicht mehr gespielt, also muss ich mich erstmal wieder reinfinden. Ich glaube, wir waren dabei, in die Zivilisationsphase aufzusteigen. Fragezeichen. Ich weiß es nicht, aber gut. Wir können ja mal gucken. Jo, wir waren hier gerade dabei. So. Zivilisationsphase. Super. Also wir waren hier immer noch. Halt uns immer noch schön in der Mitte. So, jetzt geht's weiter. So. Ich glaube, das ist jetzt uninteressant. Dein Stamm beherrscht nun diesen Kontinent und vor allem andere und kann vor allem anderen die Entwicklung von einfachen Dorf zu zivilisierten Stadtleben vollziehen. Das klingt ja sehr interessant. Nein. Naja, also jetzt geht's halt wieder los. Ich musste jetzt ein Rathaus bauen. Ich tue mich da immer richtig übelst schwer. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie ich hasse das. Also, ihr könnt es mir auch in die Kommentare schreiben, aber ob ihr das gut findet oder nicht, aber ich hasse das, dass ich hier diese Sachen bauen muss. Das regt mich so auf. Also einmal geht ja noch, aber irgendwie sich dann noch was Neues auszudenken, das ist irgendwie schon krass. Ich versuche jetzt ein bisschen hier so was zu erfinden. Ich weiß nicht. Alles noch mal ein bisschen. Also hier. Dann hier vielleicht noch ein bisschen. So. Das da noch. So. Nein. Na gut. So. So. Keine Ahnung, ob das geht. Dann vielleicht hier so eins. Ah, so sieht es nicht so gut aus. So. Ich glaube, das ist am besten, wenn es in die Mitte kommt. So. Und dann noch hier so. So, das sieht ja schon mal für den Anfang ganz gut aus. So, dann machen wir hier mal ein paar Fenster dran. So, das ist mein Lieblingsfenster. Und hier noch ein paar. Ja. Verschiedenste Sachen. Hier kommt dann noch so ein. Ich weiß nicht, was das jetzt sein soll, aber. Kommt einfach jetzt drauf. Mit so einer Antenne. So, nein. Ja. Ja. So. Ja, also ich will mich einfach hier nochmal entschuldigen, dass ich hier so leise spreche. Aber das ist einfach richtig komisch. Also ich muss jetzt lauter sprechen, als ich normalerweise spreche und. Das ist irgendwie für mich ein bisschen ungewohnt. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr jetzt meine Let's Plays trotzdem euch anguckt, ohne dass es irgendwie davon abhängt, ob ich jetzt laut oder leise spreche. So. Ich
Das sieht. Ach du heilige Scheiße. Okay, das ist jetzt aber richtig Bigfoot. Das habe ich jetzt nicht erwartet, aber gut. Dann können wir jetzt so ein Ding hier machen. Und dann, das könnten wir jetzt denn so drauf machen. Sowas sieht auch immer sehr seriös. What the hell? Das sieht gerade nicht so gut aus. Nicht so. Ja, so sieht's gut aus. So und dann so. Ja, so sieht's ganz gut aus. So, und jetzt brauchen wir noch ein Fenster. So eine Luke wäre auch ganz nett. Ein paar Details. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich hier so damit anfangen soll. Ich habe keinen blassen Schimmer, was man damit Großes machen kann. Vielleicht wisst ihr ja was, aber ich weiß nichts, was ich damit anfangen kann. Also ich bin da. Also in sowas erfinden, so. Och nein. So. Sowas kann ich ja noch, aber dann irgendwie noch mit diesen Sachen hier noch irgendwas zu bauen, das ist einfach die reinste Qual für mich. So. Nee, ich glaube, das tut ein bisschen so. Ja, also, ich find's bis jetzt eigentlich ganz gut, deswegen tue ich das jetzt einfach mal hier färben. Und, dann war's das eigentlich auch schon. So ist gut. So, ja. Jo. Dann benennen wir das mal. Moselium. Egal. Okay, du trittst jetzt in die Zivilisationsphase ein. Das ist doch mal was Schönes. Okay, ich muss jetzt ein Landfahrzeug bauen, das ja wirtschaftlich. Ich baue mal das hier. Das sieht irgendwie ganz seriös aus. Seriös. Speicher.
Das sieht gut aus. Ja, das sieht wirklich gut aus. So. Ich glaube, ich tue das noch ein bisschen tiefer. So. So. Nee, komm, komm wieder raus. So. Okay, vorne. Der Noppenreifen Dünenbuggy. Staubfresser. Ich glaube nicht, nehmt den hier vorne. So. So, dann naja, sieht irgendwie auch ein bisschen komisch aus, so ein Windrad. Oh. Naja. Ich nehme mal. Soll ich den Summ? Soll ich den Summ-Verhitzer oder den hier nehmen? Ich nehme mal für beides. So, hier ein bisschen rein. Das ist schlecht. Das mag ich nicht. Kaufen. Ich nehme lieber. Das sieht auch ganz cool aus. Nee. Mist, aber das passt hier nicht so. So. Ich glaube, das da passt auch nicht ganz gut, wenn es hier so vorne ist. Doch, müsste eigentlich. Dann nehme ich aber, glaube ich, nicht das da. Dann nehme ich das da. Weil das da sieht dann wirklich ein bisschen. Ja, so sieht's gut aus. So, hier, das sind unsere. Ich weiß nicht, also. Also, je mehr wir uns mit diesen Zeugs hier vollhauen, umso mehr wirtschaftliche Stärke kriegen wir. Das gibt's natürlich auch mit Militär und Religion geht das natürlich auch nur. Beim Militär hast du so eine riesen fette Kanone und bei Wirtschaft und bei Religion hast du irgendwelche irgendwelche Musikinstrumente. Wir bevorzugen uns hier mit so Juwelen und Diamanten uns hier voll zu hauen. Ja, also das ist hier ja ganz in, ganz toll. Das ist ja Mode. Ja, also das ist hier krass. Also ist hier, ja, alles schön. Das, dies, dort und naja. Bronze-Biode. Dann vielleicht noch hier auf den, vielleicht noch hier so ein Dings. Dann noch Edelzocker. Dann vielleicht hier noch so vorne so ein paar Dinger. Oh ja, dann noch ein bisschen. Ach genau, ein bisschen. Das wollte ich. So. Ein bisschen Licht. Das sieht auch ganz lustig aus, mal ganz ehrlich. Ja, Lichtring. Das ist irgendwie ein bisschen. Oh nein, oder? So. Ich wollte nur den Lichtring verkaufen. Sirene sieht auch nicht so ganz so schön aus. Leuchtraute. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau. Der sieht eigentlich auch ganz schön aus. Aber der ist irgendwie nicht so viel hier so vorne gedacht. Das ist schon eher was für hier vorne. Dann werde ich hier hinten sowas eher nehmen. Jo. Sieht gut aus. So. Kann ich eigentlich auch hier so machen? Weil dann tue ich das nämlich jetzt hier hin. So.